Grüß Gott und herzlich willkommen zur 0. Online-Lerneinheit zur Didaktik der Geometrie. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wieso 0. Einheit? Naja, in dieser Einheit lernen Sie noch nichts Inhaltliches zur Didaktik der Geometrie. Wie schon im Untertitel der Folie steht, geht es in diesem Video darum, Sie mit der Technik und mit den organisatorischen Rahmenbedingungen der Lehrveranstaltung vertraut zu machen. Kommen wir mal direkt zu einem ersten Techniktest, einer ersten Interaktion. Ihnen wird gleich eine einfache Frage gestellt, die Sie beantworten können sollten, wenn Sie mir aufmerksam zugehört haben. Gut, dann schauen wir uns mal an, was heute auf dem Programm steht. Wir klären zunächst, ob Sie zur Zielgruppe dieser Lehrveranstaltung gehören. Dann sage ich ein paar Dinge zum Lehrkonzept der Veranstaltung, die ja offensichtlich Elemente des Blended Learning enthält. Ich erläutere kurz den Semesterplan und ich gehe auf die Leistungsanforderungen ein. Und zum Schluss gibt es einen Sneak Peek auf die 7 Lektionen, aus denen diese Lehrveranstaltung besteht. Sie schließen das Video dann mit einem kurzen Test ab. Anschließend haben Sie dann im Moodle automatisch Zugriff auf eine PDF-Version der Folien und sollten dort bitte auch eine kleine Umfrage zur Technik und zum Semesterplan beantworten. Diese LV ist zunächst mal eine Pflichtveranstaltung im neuen Bachelor-Lehramt Sekundarstufe. Laut Curriculum sollten Sie die elementare Geometrie und die Schulmathematik lineare Algebra möglichst vorher absolviert haben. Diese Lehrveranstaltung kann zudem auch als Ersatz für die Didaktik der linearen Algebra und Geometrie aus dem alten Diplomstudiengang belegt werden. Und schließlich kann sie überhaupt von allen anderen Studierenden auch noch als freies Wahlfach belegt werden. Kommen wir jetzt zum LV-Konzept. Dabei soll man ja immer mit den Zielen bzw. den Lernergebnissen beginnen. Ich folge dabei sehr eng dem Curriculum. In dieser Lehrveranstaltung ist da zunächst der Erwerb von Kenntnissen zu nennen, und zwar unter anderem zu globalen Ideen der Geometrie. Wenn Sie die Grundfragen des Mathematikunterrichts schon belegt haben, können Sie sich darunter auch schon grob etwas vorstellen. Alle anderen denken an wichtige Oberbegriffe und leitende Konzepte, die uns sagen, wie wir in der Geometrie so tun, warum das funktioniert und wozu das gut ist. Ebenfalls eine alte Bekannte aus den Grundfragen sind die Grundformen mathematischen Arbeitens, worunter man Dinge wie die Erarbeitung von Begriffen und Verfahren, das Argumentieren und Begründen, das Modellbilden und das Problemlösen versteht. Über Grundvorstellungen haben wir in den Grundfragen dann auch schon gesprochen. Hier tauchen sie unter der Überschrift lokale Bedeutung dann zusammen mit epistemologischen Hürden auf, also mit erkenntnistheoretischen Herausforderungen, die sich beim Lernen von Geometrie ergeben. Schließlich soll es auch um die Frage gehen, welche potenzielle Technologie für das Lernen von Geometrie entfalten kann. Das meint für uns vor allem dynamische Geometrie- und Mathematiksysteme. Und außerdem ist es auch mit dem Erwerb von Kenntnissen noch nicht getan. Sie sollen nämlich auch erste Erfahrungen sammeln, wie man diese Kenntnisse zur Analyse und Gestaltung von Geometrieunterricht einsetzen kann oder genauer zur Analyse und Konzeption von Unterrichtsmaterialien, Aufgaben und dann perspektivisch auch zur Gestaltung von Unterrichtssequenzen. Na, zum Durchführen der Unterrichtssequenzen fehlen uns ja nun an der Uni offensichtlich die Schülerinnen und Schüler. Zum Methodischen. Etwa ein Drittel der Lehrveranstaltung findet nicht an der Universität statt, sondern als daheim zu bearbeitende Online-Lerneinheiten, die jeweils aus einem Video, einem Text zum Lesen und einer Hausübung bestehen. Warum und wie das genau abrennt, sage ich Ihnen dann gleich noch. Die übrigen 2/3 der Lehrveranstaltung finden jedenfalls ganz normal als Präsenzveranstaltungen an der Universität statt. Es gibt allerdings keine Vorträge von mir oder längere Referate von Ihnen, sondern wir besprechen die Online-Einheiten nach und Sie präsentieren und wir diskutieren gemeinsam Ihre Hausübung. Warum diese Aufteilung? Im letzten Jahr in Didaktik der Geometrie ist das im Wesentlichen so abgelaufen. Zunächst mal gab es an der Universität Vorträge. Die erste Hälfte des Seminars habe ich die gehalten und in der zweiten Hälfte waren das dann Studierende. Relativ oft gab es dann für daheim auch Hausübungen und dann mussten wir in der nächsten Sitzung sowohl die Hausübungen besprechen,
als auch dann wieder einen neuen Vortrag uns anhören. Ja, und dann gab es auch wieder Hausübungen. Das ist zeitlich dann in der Universität immer relativ knapp geworden und das ist eigentlich schade, weil in den Hausübungen die kreativen Anteile drinstecken und für die hat dann oft die Zeit gefehlt. Zum Vergleich vielleicht auch nochmal, wie ist das in Grundfragen des Mathematikunterrichts gelaufen? Ja, da hatten wir in der Uni in jeder Sitzung Vorträge und dann auch Arbeitsphasen und außerdem gab es dann zu Hause eine Hausübung. Aber die Hausübungen haben wir dann gar nicht in der Universität besprochen, sondern es ging einfach wieder nach demselben Muster weiter, wieder mit einem neuen Vortrag und einer neuen Arbeitsphase dazu. Hier war der große Nachteil, dass die Hausübungen vielleicht ganz interessant waren, aber dann im Seminar gar nicht besprochen wurden. Deswegen machen wir das dieses Semester etwas anders. Ja, schauen wir uns das mal an. Wir tauschen das, was zu Hause passiert, und das, was typischerweise in der Universität passiert, es gibt also keine Vorträge, die Sie sich in der Universität anhören, sondern Sie hören sich oder sehen sich besser gesagt zu Hause ein Video an und Sie lesen weiterhin einen Text. Das führt dann dazu, dass wir in der Universität deutlich mehr Zeit haben, uns wirklich dann auch mit diesen Hausübungen zu beschäftigen. Und diese Methode nennt man auch Flipped Classroom oder Inverted Classroom. Wie sehen nun die Aufträge aus, die Sie zu Hause bearbeiten sollen? Die Online-Lerneinheiten bestehen aus insgesamt 4 Elementen. Einem Lernvideo von etwa 30 Minuten Länge, das die klassischen Vortragsanteile des Pro-Seminars ersetzt. Jedes Video enthält ein paar einfache Fragen zum Verständnis, eben als solche Interaktionen, damit Sie während des Ansehens auch schön konzentriert bleiben. Sobald Sie das Video erfolgreich angesehen haben, das heißt mindestens die Hälfte der Fragen korrekt beantwortet, wird ein zusätzlicher Text zum selben Thema freigeschaltet, den Sie sich durchlesen sollen. Außerdem wird ein Diskussionsforum freigeschaltet, in dem Sie Fragen zum Verständnis des Videos und des Textes stellen können und sich gegebenenfalls auch gegenseitig beantworten. Ich schaue auch hin und wieder selbst herein und versuche, kurze Fragen möglichst direkt zu beantworten, die längeren bleiben dann für die Sitzung. Während Video und Text vor allem dem Kenntniserwerb dienen, werden Sie in der zugehörigen Hausübung aufgefordert, das Gelernte auf die Analyse oder Gestaltung von Aufgaben, Unterrichtsmaterial oder kleinen Unterrichtssequenzen anzuwenden. Die Aufgaben sind dann schriftlich über Moodle abzugeben. Immer nach der Abgabe einer dieser Hausübungen ist es dann Zeit für eine Präsenzlehrveranstaltung. Da müssen Sie also dann in die Uni kommen. Im 14-tägigen Rhythmus sind die Lehrveranstaltungen dann in folgende Bestandteile aufgeteilt. Zunächst nehmen wir uns ungefähr 20 Minuten Zeit, um Fragen zu Video und Text zu besprechen. Neben den Fragen aus dem Forum stelle ich Ihnen auch übergreifende Erarbeitungsfragen zur Verfügung, zu denen Sie sich Randnotizen am Text bzw. Notizen zum Video machen sollten. In der nächsten Phase sind Sie dann besonders gefordert. Wir teilen das Seminar in 3 Gruppen, die jeweils einen der 3 Arbeitsaufträge aus der Hausübung zugeteilt bekommen. Und zwar bekommen Sie dazu die Abgaben von den Studierenden zugeteilt, die jeweils nicht in Ihrer Gruppe sind. Sie sollten dann einerseits schauen, was an dem Arbeitsauftrag schon passt und was noch nicht passt und sich dazu Notizen machen. Und Sie bereiten dazu eine kurze Präsentation, vielleicht etwa 10 Minuten vor, in der Sie die aus Ihrer Sicht beste Lösung oder beste Kombination von mehreren Lösungen zum Arbeitsauftrag kurz präsentieren und auch den anderen Studierenden ein kurzes Feedback geben. Samt Diskussion der Lösung kommen wir dann auf noch einmal ungefähr 60 Minuten. Wenn Sie jetzt mitgerechnet haben, fehlen für 2 Wochen noch 60 Minuten. Die 60 Minuten gehen als Teil der Zeit ein, die Sie bzw. ich mit den Online-Lerneinheiten beschäftigt sind. Video und Text sollten Sie jeweils etwa 30 Minuten an Zeit kosten. Für Fragen im Diskussionsforum kann man vielleicht etwa 15 Minuten einkalkulieren und für die Hausaufgabe sollte man dann nochmal ungefähr 90 Minuten rechnen. Jetzt sagen Sie wahrscheinlich, Moment, das sind aber mehr als 60 Minuten. Das ist korrekt. 60 Minuten stammen aus der Lehrveranstaltungszeit, und zwar die 60 Minuten, die für Video- und Textlektüre vorgesehen sind.
Zu einer 2-EC-Lehrveranstaltung gehören aber jeweils auch noch 90 Minuten pro Woche individuelle Vor- und Nachbereitung durch die Studierenden. Wenn ich jetzt 105 Minuten von diesen insgesamt 180 Minuten beanspruche, so sollte eigentlich noch genug berücksichtigt sein, dass sie ihn vielleicht nicht alle ganz gleich schnell lesen und der eine oder andere manchmal etwas länger für die Hausübungen benötigt. Die 120 Minuten pro 14 Tage Präsenzlehrveranstaltung geben uns jetzt zwei Möglichkeiten für den Semesterplan, ja, oder eigentlich drei. Wir können uns jede Woche treffen, dann haben wir eine Trennung, einerseits die Fragen zu Text und Folien und die Durchsicht der Hausübungen in der ersten Woche und auch noch die Vorbereitung der Präsentationen und dann die Präsentation selbst und die Rückmeldungen an die anderen Studierenden in der darauffolgenden Woche. Die zweite Variante zieht die 60 Minuten aus diesen beiden Wochen zusammen in einer 120-minütigen Sitzung. Im Grunde gefällt mir diese Option besser und je nachdem, in welche Woche wir die Sitzung legen, hätten Sie dann auch noch eine Woche mehr Zeit für die Hausübungen. Zu den Leistungsanforderungen. Diese Lehrveranstaltung ist prüfungsimmanent und somit in den Präsenzlehrveranstaltungen auch anwesenheitspflichtig. Sie müssen wenigstens 75% da sein. Das heißt, Sie können je nachdem, ob wir uns wöchentlich oder 14-tägig treffen, viermal oder zweimal fehlen. Ich erwarte zudem, dass Sie aktiv die Online-Lerneinheiten bearbeiten. Die Videos enthalten, wie schon mehrfach gesagt, diese kleinen Interaktionen. Ihre Antworten werden dabei nicht benotet, aber Sie müssen wenigstens die Hälfte der einfachen Fragen eben korrekt beantwortet haben, sonst gilt das Video einfach nicht als bearbeitet. Zu den 7 Lektionen gibt es je eine Hausübung. Die sollten Sie alle bearbeiten. Auch hier ist es so, dass ich die erste Abgabe nicht benoten werde. Wir brauchen aber die Lösung von Ihnen allen, um dann sinnvoll in den Präsenzsitzungen arbeiten zu können. Was benotet wird, sind die 5 bis 8 von den insgesamt 21 Arbeitsaufträgen, die Sie in überarbeiteter Form dann zur Benotung tatsächlich einreichen. Für eine 4 brauchen Sie dann 5 ordentliche Ausübungen, für eine 3 6 ordentliche Ausübungen und so weiter und so fort. Ergänzend gibt es dann am Ende des Semesters eine kurze Klausur als Wissenstest. Hier benötigen Sie wenigstens 45% der erreichbaren Punkte. Die Gesamtnote ergibt sich dann zu 2/5 aus den überarbeiteten Arbeitsaufträgen und zu 3/5 aus der Prüfungsnote. So, das war jetzt eine Menge Informationen, Zeit für eine kleine Kontrolle, was Sie davon behalten haben. Als Belohnung für Ihre Geduld will ich Ihnen noch einen kurzen Ausblick auf die Themen der Lektionen geben. Dem Anfang machen wir mit einem Überblick über Inhalte, Ziele und globale Ideen der Geometrie. Das beginnt dann schon in der Sitzung am 9.10. und zum 9.10. gibt es dann das nächste Video. Die darauffolgenden beiden Sitzungen beschäftigen wir uns dann zunächst mit den Grundformen mathematischen Arbeitens in der Geometrie, also insbesondere mit dem Konstruieren, dem Argumentieren und Begründen, mit der Begriffsbildung und mit dem Problemlösen. Anschließend haben wir dann je 2 Sitzungen zu den wichtigen geometrischen Inhalten der Unterstufe und der Oberstufe. Das soll es dann für heute gewesen sein, jedenfalls für mich. Sie haben jetzt noch einen kurzen zusammenfassenden Test. Dazu müssen Sie gleich unten rechts auf den Button Zusammenfassung klicken. Anschließend steht Ihnen eine PDF-Version der Folien in Moodle zur Verfügung und Sie haben auch Zugriff auf diese Abstimmung, wo Sie unter anderem entscheiden können, ob Ihnen ein 14-tägiger oder ein wöchentlicher Rhythmus lieber wäre. Und nun viel Erfolg beim Abschlusstest.